Ich habe das von meinem Onkel und meinem Vater gelernt. Schau mal. Das muss noch ein bisschen länger geräuchert werden. Das dauert ungefähr 1,5 Monate. Oh, wirklich? So lange? Ja, so lange. Das muss also 1,5 Monate hier drin bleiben. Ja, es hängt hier. Daher heißt es auch Hangikyöt. Das bedeutet, das Fleisch, das für eine Weile aufgehängt wurde. Also, wie heißt das? Hangi? Hangikyöt. Hangikyöt. War das so? Richtig. Nachdem ich das aus der Salzlake genommen habe, wird es gewaschen und für etwa 1,5 Monat aufgehängt. Dann kommt es in die Räucherhütte und wird ungefähr 3 Wochen lang im kalten Rauch von getrocknetem Kuhmist geräuchert. Danach legen wir es in den Eisschrank. Nach dem Herausnehmen wird es in hauchdünne Scheiben geschnitten. So wird es roh in unserem Restaurant serviert. Das ist ein sehr beliebtes Essen zur Weihnachtszeit hier bei uns in Island.